Beim Köln Cup steht bei uns Japans Nationaltrainer Greg Thompson. Hallo Greg Thompson, wir haben uns vor kurzem erst gesehen bei der WM. Vielleicht eine kurze Stimme zu dem Turnier jetzt hier in Köln. Ja gut, ich finde, erstes Spiel gegen Köln haben wir die ersten 20 Minuten nicht so gut gespielt. Zweite ist besser für uns gelaufen. Leider in der letzten Drittel zu viel Unterzahl-Tor kassiert. Heute war ich zufrieden mit dem Spiel. Wir haben gut gespielt. Wir haben auch kurz vor Schluss diesen Ausgleich. Und okay, 3 gegen 3. Das ist das erste Mal, wo wir 3 gegen 3 gespielt haben. Und leider einen Treffer genommen. Aber ich bin eigentlich mit beiden Spielen zufrieden. Ihr wart jetzt, ich glaube, 3 Wochen auf Deutschland-Tournee. Wie sind so die Eindrücke von den gesamten Spielen? Ja gut, wir haben in der Goiboden Cup 2 gute Spiele gehabt. Gegen Straubing gut gespielt und besonders gegen Augsburg finish. Wir haben sehr gut gespielt. Und es ist für die richtige Entscheidung, hier nach Deutschland zu kommen, dass es spielähnliche Mannschaft wie was für in Lettland ziehen würde. Und ja, es ist bis jetzt gut gelaufen. Sind im Team eigentlich alles Profis oder musste der ein oder andere seinen Jahresurlaub für diese 3 Wochen geben? Wir sind ein paar Studierende, wir sind nicht Profis, aber der Großteil von der Mannschaft ist Profis, ja. Bei der WM in Katowice, was ich eben ansprach, da musstet ihr auf euren Goalie Fukufuchi verzichten. Jetzt war er dabei. Wie groß ist der Unterschied? Ja gut, ich meine, Fukufuchi ist auf der halben Mannschaft, mehr als der halben Mannschaft. Und meine, in alle 4 Spiele bis jetzt gesehen, oder 3 quasi, weil wir haben einen Torwart Freitag drin gehabt, aber Fukufuchi ist der Großteil von dieser Mannschaft und wir spielen ein bisschen sicher, wenn er ein Tor ist, aber na gut, wie gesagt, wir schauen mit oben im Kopf nach Lettland und schauen, was da passiert. Konnten Sie jetzt für die Olympia-Qualifikation oder jetzt eben auch die Testspiele auch noch andere Teile im Team verbessern, austauschen, im Gegensatz zur WM? Ja, ich denke, WM. Das Problem da in der WM ist, sobald Fukufuchi sich aus dem Turnier abgeschieden hat, wir waren nicht eine Einheit. Und wir haben gesehen in allen 4 Spielen, jetzt wir haben miteinander gekämpft und wir gewinnen nicht durch Einzelleistung, wir brauchen die gesamte Mannschaft. Wir haben die Spieler zum Beispiel das Goibodenfest in Straubing aufgenommen. Ja gut, das war super. Es war nicht nur das Goibodenfest, es war auch Ingolstadt hat uns super angenommen und wir haben eine gute Zeit da gehabt. Goibodenfest ist natürlich nicht was jeden Tag in Japan passiert. Und für Greg Thompson persönlich, haben Sie auch jetzt auf der Tournee viele Freunde noch treffen können? Ja natürlich, ich meine, ich kenne viele Jungs, viele Spieler und es ist für nett, alle wiederzusehen. Dann wünschen wir weiter viel Glück und vielen Dank. Dankeschön.